Ihr könnt uns für den Comedy-Preis nominieren. Alle Infos in der Infobox. Geht ganz easy. Danke. 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 Macht mit. Wir sind Kevin und Henke und wir küssen uns manchmal aus Gag. Wir sind Benny und Dennis. Und wir sind nicht nur fest entschlossen, sondern auch total locker drauf. Hex! Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Heute in der Tag-Team-Version. Heute gegen Papa Platte und Henke. Ihr seid ja beides im Kultkandidaten hier bei Erkennst du den Song. Mhm. Kevin, wie war es bei dir? Du hast schon mal gespielt. Ja, wie war das? Ich glaube, ich habe verloren, ne? Mhm, ich glaube, ich war zweimal dabei, einmal live und einmal Show quasi. Und beides mal verloren. Beides richtig verkackt. Hey, du hast doch einmal gewonnen, oder nicht? Du hast einmal gewonnen. Ich glaube schon, ja. Henke, du bist extrem stark. Du bist wirklich als teilweise bester Kandidat hier an uns angepriesen worden. Auch live hast du viel abgerissen. Mhm. Wie hoch ist der Druck? Der Druck ist relativ hoch, weil ich war jetzt lange nicht mehr dabei tatsächlich. Hier also ist die Luft da oben. Bin ein bisschen eingerostet. Alles klar. Heute Jungs, noch mal ganz kurz. Ja. Danke übrigens, dass ich das Outfit von euch hier rocken darf. Dicht heute. Und doof natürlich hier. Oh, ey, sehr, sehr geil. Hey, kennt ihr die persönlich? Dicht und doof, die kennen nur vom Hörensagen. Ich bin ein großer Fan, die müssen unbedingt mal hierher kommen. Sag Bescheid, wenn die hier sind. Fragen. Ich hab gehört, die koksen viel. Hab ich gehört. Ja, ist ja nicht schlimm. Das haben die gemeinsam. Ne? Ja. Wir spielen heute bis 7. Die Regeln habe ich gar keinen Bock zu erklären. Guckt die anderen Folgen, yalla. Wir legen gleich direkt los. Die Hände bleiben in diesem Bereich. Und da würde ich sagen, liebe Freunde. Stopp, wir müssen auch den Leuten draußen sagen, wenn ihr Bock habt, mit uns zu spielen, schreibt in die Kommentare. Euer Lieblingssong, eine tolle Begründung. Und welches Gastgeschenk bringt ihr uns mit? Ihr habt heute kein Gastgeschenk dabei, weil ihr seid Geschenk genug. Das ist süß. So, küss mich durch die Scheibe. Ich fick dich hier durch, Alter. Und schreibt mal Pock, Pock, Pock in die Kommentare. Oh, nee, oh, Digga. Schick mir deine Fotos, fick mein Kopf. Schick mir deine Videos, oh mein Gott. Shindy, what's love? Teilen uns auf. Mach die ganzen Oldies. Kenn ich nächsten Song. Was ist für dich Liebe? Wenn ich Schmetterlinge im Bauch hab. Henke, für dich? Boah, dort Wohnzimmer. Oh, was für dich, Benny? Harter, fetter Sex. Weißt du, dass ich hinterherkomme? Pause! Ich finde es interessant, dass du so die Hand machst, wie so ein Eugen ja. Kowalski, wie so. Nicht der Mama sagen. Oh, du fickst Stute. Måneskin, I wanna be your slave. Let's go! Schön grungig, das passt für die Henkel. Ja. Du bist der deutsche Kurt Cobain. Willst du sagen? Bist du. Der schießt mich auch mit 27? Oh, ich mach das für dich. Okay, gut. Foo Fighter, The Pretender. Oh, wow! Scheiße! Oh, so ein geiler Song, der ist richtig geil. Schön zum Headbang. Hast du ein schönes Parfum drauf? Ja. Ja, was kannst du küsst euch. Macht's doch jetzt. Küsst euch doch jetzt. Also, wenn du gerade um mich wirbst, wie so ein küssen. V. Küssen, küssen, küssen. Komm. Küssen. Richtig räudig. Okay, 2-1. Ist das Nelly Furtado, All Good Things Come to an End? Good Things Come! Ich wusste Nelly Furtado, ich wusste den Song nicht. Scheiße. Ist aber ein Hit. Ja. All Good Things Come to an End. Wann kommt denn eure Karriere, meins, Stranken ins Stoppen? Wann fängt meine mal an? Bei euch, weil ihr stoppen? Weil die stoppt schon mein Leben lang irgendwie. Okay. Und bei dir, Kevin, Kev? Oh, lass uns bitte einfach weitermachen. Du bist jung, denkst du hast nichts. Mama hat dich nachts vermisst. Nein, es gibt nichts, das dich bricht. Aus dem Schatten in das Licht. Farid Bang, Adel Tawil, Haftbefehl, aus dem Schatten in das Licht. Du hast nur einen Traum. Farid Bang, Adel Tawil und Haftbefehl, ein Traum. Oh. Ah, hätte ich gewusst. Ah, ich hab den noch nie gehört. Das ist ein neues Ding, glaube ich. Kennst du nicht? Ich hab das noch nie gehört, keine Ahnung. Und ich singe mein Lieder. Oh, in den Augen, wo die Waffen fallen.
ein Feuerstarter sein. Udo Lindenberg in einem Horizont. Was seid ihr jetzt raus? Was macht ihr jetzt? Horizont. Michael Hirte hinter dem Horizont. Oh, geht's weiter. Mein ist nicht dein Ernst. Oh, ist nicht dein Ernst. Mann! Du hast ja alles, Alter, ey. Alter, Migi. Ey, scheiß drin. Ihr kennt doch Michael Hirte, ist ne? So rigged, ich schwöre. Michael Hirte kennt ihr aber, ne? Ja, ja, ey, der hat doch irgendwann super Talent geworden. Darf ich auch mal sagen? Flöten Heini. Flöten Heini, Scheiße. Richtiger Ehrenmann, der Michael Hirte. Ey, Mann, wie kann man so sein? Rihanna, featuring David Guetta, ist Root Boy. Oh Mann! Rihanna, SOS? Nein, das ist... SM. Ja, ja, SM. Oh, oh, oh mein Gott! Die Frage, oh, kann Kevin ja die Antwort gegeben, oh, oder? Fuck. SOS kam zuerst. Ist eigentlich eine Falschantwort. Rihanna, SOS. Nicht dich. Ich fick dich hier durch, Alter. Wenn wir den Punkt nicht kriegen, kommen wir nie wieder. Das reicht uns als Druckmittel. 3 zu 3. Eiswürfel! El Guni, Rihanna. Underperform heute. Hört sich unsere Güte noch, damit wird das... Das es rächt sich. Es rächt sich. Lenny Kravitz, I'll be waiting. Du bist ultra heftig, holy shit! Ich liebe Lenny Kravitz, Alter. Der ist doch extrem klein, ne, Lenny Kravitz? Ja. Mario, let me love you. Song. Oh, One Hit Wonder, ne? Nie wieder Kilos. Okay, es steht 4-5, wir robben uns langsam ran. Hände zurück, Henke. Klar. Eine Katze will immer zu. Haha, Helge Schneider, Katze-Klo. Eisneck, Mann. Katzenklo, ja, das macht die Katze froh. Banger. Helge, Legende. Post Malone, Motley Crue. Kranker Hit, Alter. Halt den Post Malone. Es steht 6 zu 5, ihr habt einen Matchball. Wenn ihr also den nächsten Punkt macht, habt ihr gewonnen und wir bleiben weiterhin. Nee. Wir greifen die anderen. Sieglos, ja. Aber wir machen es trotzdem gut. Wir haben heute großes Herz bewiesen, deswegen kann uns nichts mehr. Verlierer kriegt einen Leberhaken. Immer auf der Suche nach ner Bitch mit zwei dicken Knödeln. Ich hab 4 Hobbys, lesen, reiten, ficken, Vögel. Ich bin high, wie ne Almblöde. Scheiße. Chill mit Heidi, aber ich bin nicht nur Almöhi. Liebesgrüße, Leatherpants, sexy, Moneyboy, Swag, Swaggerman. Der Moneyboy, Liebesgrüße aus der Lederhose. Sexy, sexy. Ich kenn das nicht. Hey. Oh, ich dachte am Anfang, das ist ein altes Ding. Ich dachte am Anfang, das ist dieses. Ich hab dicke Eier. Ja, das ist ja, ich bin der Chicken. Selbst von Moneyboy. Ich esse das Chicken auf. Okay, 6-6, beide Matchbälle. Der nächste Punkt ist entscheidend. MGMT. Hi. 2. 1. Mann, MGMT Kids. Ja! Oh mein Gott, Kids. Das Loch. Das Loch, weil ich dachte jetzt, fuck. Hier bin ich. Bruder, dank dir. Oh mein Gott. Ich gönn's dir nicht. Nee, ich auch nicht. Ich gönn's, boom! Ich gönn's euch nicht. Und nächstes Mal ist die Gage höher, sonst kommen wir nicht mehr. Das gab keine Gage, Bro. Ach so, ja, oh, sorry. Ganz großen Dank. Wer macht jetzt lauten? Wer? Ganz großen Dank an... Wir haben voll reingeschissen heute. Henke und Powerplatte! Uff! Habt ihr eine coole Verabschiedung an die Zuschauer? Paris wollt ihr euch wegbeamen? Ja, so wie, so wie damals bei Toys R Us oder okay. Toys R Us Racer. Okay, was machen wir denn nochmal? Commander? Spiele, achso, Commander, beam me up oder sowas. Aber Commander Flo, beam uns hoch. Oben gibt's von Reporter, Puppenbordell, Prostituierte aus Plastik. Und unten gibt's die letzte Folge, erkennst du den Song, Freunde? Und wir hauen uns jetzt auch weg, oder? Commander, beamen!